Hallo, hier spricht Kanu Kassel aus dem Land der Stille, in das wir uns zu allen Jahreszeiten zurückziehen, wenn uns die Welt draußen zu laut ist. Wir mögen den Winter, in diesem Jahr kommen wir auf unsere Kosten. Unser Natursport-Basislager im Hohen Westerwald ist schon seit 2 Monaten verschneit. Und es ist noch nicht vorbei. 80 cm Betonschnee liegt hier auf den Höhen des Westerwaldes rum. Und es schneit weiter. Doch ehe die Schneedecke weiter wächst, müssen wir das Dach unserer Behausung entlasten und Wege graben. Zum Gaskasten und zur Materialhütte. Und wir brauchen auch eine neue Feuerstelle. Unser Basislager liegt auf einem Campingplatz bei Mademühlen, der mit kleinen, geländegängigen Schneeschiebern befahrbar gehalten wird. So kommen wir auch bei 80 cm Schneehöhe immer mit dem Auto zum Wohnwagen. Zurzeit liegt so viel Schnee im Westerwald, dass Astrid und Samira heute mit Trekking-Skiern zum Pennymarkt ins nächste Dorf laufen können. Ungeräumte Wege sind nur noch mit Skiern oder Schneeschuhen begehbar. Wenn nasse Schneemassen auf Wohnwagendächern anfrieren und zu Betonschnee werden, können sie Schäden anrichten. Heute muss das Zeug runter, ehe Neuschnee kommt und das Dach zum Einsturz bringt. Hat er auch so geschwitzt? Total. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ihr glaubt nicht, wie viel Schnee da drauf ist. Das sieht hier so harmlos aus. Muss mal oben drauf gehen. Die 5 Packungen ein halbes Jahr gebraucht. Willst du verkaufen? Ja, die gibt es da auch nicht. Stopp mal gerade. Okay. Tut die Skier bitte aus dem Weg. Hier aus dem Weg tun. Während ich den Schnee vom Dach stemme, meißelt und baggert Samira einen Feuerstellenplatz in den Tiefschnee vor unserer Behausung. Das ist eine verdammt mühsame Arbeit, aber mit gutem Resultat. Kommt doch an, wo es so eingeweht ist. Thank you.
Astrid und Samira machen sich auf Feuerholzsuche. Am See unten befindet sich noch ein eingeschneites Depot vom Sommer. Ich bin gespannt, ob sie es finden werden. Da sie beide erfolgreich sind, werden wir nachher in einer Edelstahl-Feuerschale ein wärmendes Feuerchen entzünden. Kalt? Kein bisschen. Gemütlich jetzt. Schöner Windschutz am Mikro.